Was habe ich beim letzten Demon Slayer Video nochmal gesagt? Sollten ihr also 4000 Likes auf dieses Video bekommen, setze ich mich sofort an das nächste Demon Slayer Video. Okay, das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Und weil ihr so heftig reagiert habt, gibt's heute schon das neue Demon Slayer Video. Irgendwie motiviert mich das mega, wenn ihr krasses Feedback gebt. Deshalb die neue Challenge: bei 5000 Likes kommt ein neues Power Level Demon Slayer Video mit den 10 stärksten Charakteren all time. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Yo Bros, Milio ist wieder am Start. Die meisten hatten es sich ja gewünscht, die 12 Dämonenmonde. Die werden wir uns auch heute direkt reinziehen, aber vorab, eigentlich sind die ja schon in ihrer Stärke unterteilt. Muzan hat die ja nicht umsonst gerankt in abnehmende und zunehmende Monde mit jeweiliger Zahl. Dennoch gibt's mehr als 12 Dämonenmonde, weil immer mal wieder jemand gestorben ist. Außerdem werde ich euch heute erklären, was für Fähigkeiten die jeweiligen Dämonenmonde mit ihrer Blutdämonenkunst entfesseln können, und das ist viel interessanter. Beginnen wir direkt mit den Lower Six, also den abnehmenden Monden. Ich präsentiere euch die direkt mal alle auf einmal. Die sind halt wirklich mega uninteressant. Ihr seht ja direkt, dass es mehr als 6 sind, weil Kyogai, der ehemalige Lower Six, also der ganz links, replaced wurde. Er war nämlich zu schwach für seine Position und so hat ihn Muzan einfach gekickt. Im Anime konntet ihr alle sehen, wie dumm seine Fähigkeit im Gegensatz zu den anderen ist. Kyogai besitzt 6 Trommeln, die in verschiedenen Teilen seines Körpers eingebettet sind und jede von ihnen, wenn sie geschlagen wird, eine bestimmte Wirkung auf seine Umgebung ausübt. Die Reichweite seiner Trommeln ist jedoch auf das Innere seiner Villa beschränkt. Kyogai selbst ist von der Raumrotation, die durch seine Blutdämonenkunst verursacht wird, nicht betroffen. Wenn er also zum Beispiel auf die Trommel der rechten Schulter schlägt, dann rotiert der Raum nach rechts. Die auf dem Bauch verursacht einen Klauenangriff und so weiter. Sehr, sehr schwach, was man von ihm sehen konnte. Wurde nicht umsonst von Kids vernichtet und vorher von den Dämonenmunden gekickt. Zum neuen Lower Six kann man nicht besonders viel sagen, weil er von Muzan vernichtet wurde. Eigentlich wurden fast alle von Muzan gekillt, wie man im Anime sehen konnte, aber der Reihe nach. Kommen wir zu Rui, dem Lower Rank 5. Der Boy hier hat irgendwo dasselbe Ziel wie Whitebeard aus One Piece, nämlich eine Familie. Aber er geht's hier völlig falsch an und versucht dies mit Kontrolle und Angst zu erreichen. Seine Blutdämonenkunst heißt Fadenmanipulation und das erinnert irgendwie auch an One Piece, also an Don Flamingo. Ruis Blutdämonenkunst ermöglicht es ihm, dünne Fäden zu erzeugen, die nicht von Fäden aus seinen eigenen Zellen zu unterscheiden sind und sie nach Belieben zu manipulieren. Normalerweise verlängert er die Fäden von seinen Fingerspitzen wie ein Puppenspieler. Aufgrund der Haltbarkeit seines eigenen Körpers sind die Fäden, die Rui manipuliert, extrem widerstandsfähig und scharf, können Schwerter schneiden und auch Schläge von ihm blockieren. Rui kann ihre Stärke und ihre Widerstandsfähigkeit weiter verstärken, indem er sein Blut durch sie pumpt und ihnen eine blutrote Farbe verleiht. Rui hat beängstigende Fähigkeiten darin bewiesen, seine Fäden für Kampfzwecke einzusetzen, die Umgebung zu nutzen, um eine Flut von Fadenangriffen zu erzeugen oder unvermeidliche Netztechniken zu manifestieren, um seine Gegner zu fangen und in Stücke zu schneiden. Wir befinden uns hier aber immer noch meilenweit unter Hashira-Level. Zu Lower 4, 3 und 2 kann man absolut nichts Wichtiges sagen. Wie gesagt, Muzan hat die alle umgelegt, weil sie nutzlos waren in seinen Augen. Außer die Nummer 1 Enmu, der nochmal fett Blut von ihm bekommen hat und somit ist seine Power in die Höhe geschossen. By the way, Enmu ist ein Typ, auch wenn er sehr weiblich daherkommt. Enmus Blutdämonenkunst verleiht ihm die Fähigkeiten, jeden in einen Tiefschlaf zu zwingen. Er kann dies auf verschiedene Weise tun. Einige Wege sind subtiler als andere, aber alle machen seine Feinde verwundbar und kampfunfähig. Der ausgelöste Schlummer ist ziemlich stark und erfordert erhebliche Anstrengung, um aufzuwachen, wie zu sehen ist, als Nesco Tanjiro mit dem Kopf stieß, ohne Wirkung. Dieser Schlafzustand ist jedoch nicht perfekt, da Enmu es vorzieht, sich von Demon Slayern fernzuhalten, aus Angst, dass seine Blutdurst sie wecken könnte, obwohl er bei normalen menschlichen Zielen weitaus weniger vorsichtig ist. Die sekundäre Fähigkeit von Enmus Blutdämonenkunst ist seine Fähigkeit, in die Träume von jemandem einzutreten und diese zu manipulieren und zu kontrollieren. Bei der Anwendung seiner Technik erleben seine Opfer schöne Träume, die normalerweise für jede Person wunderschön sind. Diese nutzen deren Schwachstellen aus und stellen sicher, dass sie nicht in der Lage sind, den Unterschied zur Realität zu erkennen, wodurch sie schnell verführt werden, die vor ihnen liegenden utopischen Visionen anzunehmen. Dieses Maß an Verwundbarkeit macht es Enmu viel einfacher, seine Beute zu manipulieren, was auch dazu dient, seine eigenen sadistischen Praktiken fortzusetzen. Genau wie er Träume schenken kann, ist Enmu ebenso in der Lage, Albträume zu erzwingen, die er sowohl als psychologischen Angriff als auch als Foltermittel einsetzt, etwas, das er besonders liebt, wenn er Menschen jagt.
Enmos Träume sind zwar extrem stark, aber nicht perfekt, da man in der Lage ist, ihren Auswirkungen durch Willenskraft zu widerstehen, wodurch eine betroffene Person erkennen kann, dass sie tatsächlich eine Illusion erlebt. Diese Erkenntnis, dass sie sich in einem Traum befinden, reicht jedoch nicht aus, um den Schlaf zu beenden, da Tanjiro sich nur aus der Hypnose herauszwingen konnte, indem er in seinem Traum Selbstmord beging, was er auch wiederholt während seines Kampfes mit dem abnehmenden Dämonenmond tat. Das tat er eigentlich jedes Mal sofort, wenn er zum Schlafen gezwungen wurde. Das haben wir aber auch alles schon im Anime gesehen. Wenn Enmu jemanden in seinen Träumen gefangen hält, kann er in das Reich seiner Gedanken eindringen. Diese Dimension hat jedoch klare Grenzen und das ermöglicht ihm, in das Unterbewusstsein des Opfers einzudringen, wo sich sein spiritueller Kern befindet. Sollte dieser Kern zerstört werden, zerstört er effektiv auch den Geist des Ziels und hinterlässt seinen Körper als leere Hülle, wodurch Enmu seine Opfer in ihren Träumen töten kann. Es ist jedoch zu beachten, dass die Gefahr besteht, vom Unterbewusstsein seines Opfers beeinflusst und möglicherweise geistig verändert zu werden, wie man auch schön sah, als einer von Enmus menschlichen Agenten von Tanjiros innerer Freundlichkeit berührt wird und daraufhin seinen Willen verliert, seinen spirituellen Kern zu zerstören. Aus diesem Grund lässt auch Enmu immer jemanden anderen in den Traum des Ziels eintreten, anstatt ihn selbst zu betreten. Hier muss man auch wirklich sagen, dass diese Fähigkeit ziemlich gefährlich sein kann. Aber das auch für beide Seiten. Es ist eine wirklich hinterlistige Fähigkeit, in der man nicht an eine direkte Konfrontation interessiert ist. Das war's aber auch zum Glück mit den Lower Ranks. Kommen wir endlich mal zu den wichtigen Positionen. Aber vorab noch einige Bemerkungen. Denn wir springen jetzt in ein Areal, wo die Power Level sich massiv von den bisherigen gezeigten Charakteren unterscheiden. Die Upper Ranks besitzen jeweils ein Machtniveau, das das der unteren Ränge bei weitem übertrifft. Um das mal mit einem fetten Statement zu untermauern, die Lower Ranks, also die abnehmenden Monde, wurden von den neuen Hashira über die Jahre immer wieder getötet. Die Upper Ranks hingegen haben unzählige der neuen Hashira getötet und gefressen. Kagaya Ubuyashiki gibt an, dass es 100 Jahre her ist, seit ein Upper Rank nach der Niederlage von Gyutaro und Daki getötet wurde. Während die unteren Ränge unzählige Mal ersetzt wurden, änderten sich die oberen Ränge im Laufe von über 100 Jahren nicht. Das sagt schon alles. Beginnen wir also jetzt die Liste der Upper Rank Moons mit Daki und Gyutaro. Die beiden Geschwister bilden zusammen den Upper Rank 6, daher werde ich auch beide nur in Kombo betrachten. Dakis Blutdämonenkunst erlaubt es ihr, Obi-Scherben mit Blumenmustern aus ihrem Fleisch herzustellen und sie nach Belieben zu manipulieren. Daki erstellt diese Scherben oft in ihrem Rücken und zieht sie zurück in ihren Körper, wenn sie nicht verwendet werden. Sie hat auch die Fähigkeit bewiesen, ihren Obi aus extrem großer Entfernung zu kontrollieren. Ihre Scherben sind weich wie Seide, aber genauso scharf, wenn nicht sogar schärfer als die meisten Schwerter. Im Kampf verwendet Daki ihre Obi-Schärpe als mächtige und schnelle, rankenartige Peitsche, um weitreichende verflochtene Angriffe zu entfesseln, während sie sie auch verwenden kann, um bei Bedarf ein Schild um ihren Körper zu bilden, was ihre Blutdämonenkunst zu einer äußerst effektiven Mischung von Angriff und Verteidigung macht. Ihre Scherben sind so mächtig, dass sie Angriffe von Tengens Sprengstoff abwehren und blockieren und Gebäude mit Leichtigkeit aufschlitzen kann. Darüber hinaus sind sie aufgrund ihrer weichen Eigenschaft besonders schwer zu schneiden und können die Wirksamkeit von Hiebangriffen durch Biegen ins Leere laufen lassen. Ihre Scherben haben eine einzigartige Eigenschaft, die es ihr ermöglicht, Gegenstände oder Menschen, die sie fressen möchte, in ihre Scherben zu verstauen. Sie fängt sie in die Scherben ein, indem sie Objekte, die sie aufbewahren möchte, in eine zweidimensionale, flache Version des Objekts umwandelt. Dies erlaubt ihr, mit ihren Bewegungen unauffällig vorzugehen, da sie jede Öffnung oder jeden Weg nehmen kann, der breit genug ist, dass eine Scherpe hineinpasst. Um jemanden davon zu befreien, muss man sie auseinanderschneiden und dabei vermeiden, die darin eingeschlossenen Personen zu schneiden. Daki nutzt diese Fähigkeit hauptsächlich, um Menschen, die sie fressen möchte, in einen unterirdischen Raum aufzubewahren und später zu verzehren. Weiter kann Daki ihren eigenen Hals in eine Schärpe verwandeln, um zu verhindern, dass sie enthauptet wird. Gyutaros Blutdämonenkunst ermöglicht es ihm, das Blut seines eigenen Körpers auf verschiedene Weise zu manipulieren. Es wird gezeigt, dass er sie aus seinem Fleischkarma oder aus offenen Wunden an seinem Körper erzeugt oder nach Belieben Blut aus seinen Adern freisetzt. Es wird vorausgesetzt, dass Gyutaro aufgrund seiner regenerativen Fähigkeit nicht das Blut ausgeht, was ihm eine praktisch unendliche Blutquelle gibt, um seine Techniken zu fördern. Im Kampf erschafft er normalerweise Sperrfeuer aus erstarrten, sichelförmigen Blut, die so scharf wie Klingen sind und die sich mit enorm hoher Geschwindigkeit fortbewegen können, um seine Gegner anzugreifen. Gyutaro ist in der Lage, diese Blutschnitte nach Belieben zu manipulieren, ihre Bewegungen zu ändern, bis sie seine Gegner treffen
oder sie so zu formen, wie es ihm gefällt. Außerdem sind seine Blutsicheln mit tödlichem Gift überzogen. Gyutaro kann seine Blutdämonenkunst taktisch einsetzen, um unausweichliche Angriffe zu erschaffen, die Gegner wie Tengen überwältigen und seine gemeinsamen Bemühungen von Tanjiro, Zenitsu und Inosuke aufhalten können. Darüber hinaus scheinen Gyutaros Blutschnitte extrem tödlich zu sein, da Inosuke bemerkte, dass ein einziger Kratzer von ihnen ausreichen würde, um ihn zu töten. Das Blut, das er manipuliert, erweist sich auch als ziemlich widerstandsfähig, da Tanjiro daraus folgerte, dass sein Schwert zerbrechen würde, wenn er die Technik frontal anwenden würde, ohne es abzulenken. Darüber hinaus kann Gyutaro ein Blutschild in Form einer Kuppel erschaffen, mit der er sich von einem Sperrfeuer von Kunai schützt, was seine immense Widerstandsfähigkeit weiter veranschaulicht. Noch beeindruckender ist, dass Gyutaro kreisförmige Ströme aus rasiermesserscharfem Blut mit großer Reichweite erzeugen kann, die die Umgebung mit Leichtigkeit dezimieren können. Die beiden zusammen sind auf einem ganz anderen Level als Enmu. Nach deren Tod wurden sie von Kaigaku ersetzt, welcher der neue Upper Rank 6 wurde. Bevor es aber weiter mit dem Video geht, will ich dem Sponsor des heutigen Videos danken und das ist heute mal niemand. Einfach niemand, Freunde. Ich will euch eigentlich nur eine kurze Spoilerwarnung geben, weil ab jetzt vermehrt Manga-Fakten vorkommen werden. Ich habe schon gespürt, wie ihr alles skippen wolltet, wenn aber demnächst ein Sponsor kommen sollte, wehe, ihr ladet euch die App nicht runter, Freunde. Kommen wir zu Kaigaku. Er war früher ein Demon Slayer und wurde vom Donner Hashira ausgebildet. Somit ist er der Vorgänger von Zenitsu, der später ebenfalls von diesem ausgebildet wurde. Beide Schüler kennen sich, hatten aber nie ein besonders gutes Verhältnis. Wie dem auch sei, irgendwann während des Hashira Trainingsarcs begegnete Kaigaku Kokoshibu, dem Upper Rank 1, und verlor gegen ihn. Er ergab sich ihm, um seine eigene Haut zu retten und wurde so ein Dämon und später ein Mitglied der 12 Dämonenmonde. Ergänzend zu seiner Donneratmung verleiht Kaigakus Blutdämonenkunst ihm spezielle elektrokinetische Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, schwarze Blitze und Elektrizität aus seinem Fleisch und Blut zu erzeugen und zu manipulieren. Diese blitzähnliche Blutdämonenkunst erzeugt einen Spezialeffekt, der das Fleisch seines Ziels zerreißt, während es verbrennt, was die Tödlichkeit und Offensivfähigkeit seiner Angriffe stark erhöht. Die durch Kaigakus Schwertangriff verursachte Blutung zerstörte fast Zenitsus Augäpfel und hinterließ ihn nach dem Kampf schwer verletzt. Aber Freunde, Zenitsu hat einfach mal Upper Rank 6 besiegt, was unfassbar stark von ihm ist. Zenitsu ist also im Manga einfach mal auf Hashira Level. Okay, das ist etwas dumm gemacht, denn eigentlich sollten Daki und Gyutaro zusammen stärker sein. Es ist nun mal schwerer, beiden gleichzeitig den Kopf abzuschlagen. Sollte also einer von ihnen seinen Kopf noch haben, dann kann sich auch der andere wieder erholen. Aber Muzan stated ganz klar im Manga, dass beide in Combo schwächer sind, da Daki Gyutaro runterziehen soll. Muzan sagt, dass wenn Gyutaro von Anfang an alleine gekämpft hätte, er Tengen und Co. getötet hätte. Das bedeutet also, dass Daki und Gyutaro in Kombination schwächer sind als Kaigaku. Gyutaro aber alleine wahrscheinlich auf Kaigaku Level oder vielleicht sogar höher ist. Kommen wir zu Upper Rank 5, Gyoko oder Gyoko. Ich weiß noch nicht genau, wie er ausgesprochen wird, ich werde wahrscheinlich bei Gyoko bleiben. Dieser wird bald in der dritten Season vorkommen. Gyokos Blutdämonenkunst dreht sich um seine Porzellanvasen. Er kann sie vermutlich überall in seiner Nähe spawnen und mehrere Töpfe unterschiedlicher Größe gleichzeitig erstellen. Gyoko zeigt als erster die Fähigkeit, sich augenblicklich frei von einem Topf zum anderen zu teleportieren, was seinen Mangel an Beinen kompensierte und es ihm ermöglichte, mit minimalem Aufwand weite Strecken zurückzulegen und Angriffen leicht auszuweichen. Gyoko kann auch Gegenstände oder Menschen in seinen Töpfen einfangen. Wenn das Objekt, das er versiegeln möchte, zu groß ist, können die Töpfe es einfach zusammendrücken, damit es hineinpasst. Die Töpfe scheinen Gyoko auch die Freiheit zu geben, was auch immer daran ist, nach Belieben zu formen und zu verändern. So mixt er eine Kreatur aus Leichenteilen der Schwertschmiede, die er zuvor tötete. Richtig creepy, der Typ. Zu Beginn des Swordsmith Village Arc bringt Gyoko zahlreiche gigantische fischähnliche Amalgamanten hervor, um das Dorf zu terrorisieren und seine Bewohner zu töten. Sie können nicht mit normalen Mitteln getötet werden und sterben erst, wenn die Töpfe auf ihren Rücken zerstört werden. Diese Kreaturen besitzen alle einzigartige Züge und Eigenschaften. Manche haben scharfe Klauen, manche haben mehrere humanoide Beine oder sogar monströse Zähne. Sie scheinen auch ziemlich mächtig zu sein, da diese Zusammenschlüsse die Demon Slayer töten können, die das Dorf bewachen sollten.
Ihre Stärke verblasst jedoch immer noch im Vergleich zu den Hashira, da Mitsuri und Muichiro diese Spawns schnell und mühelos besiegen. Gyokus Blutdämonenkunst thematisiert insbesondere das Meer und aquatische Lebensformen, da seine Techniken darauf basieren, nicht empfindungsfähige Kreaturen aus seinen Töpfen zu beschwören, die Fischen ähneln. Diese Fischmonster besitzen ebenfalls unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften. Einige von ihnen können eine Flut giftiger Nadeln auf seine Ziele schießen oder gefährliche Säure hinterlassen, wenn sie getötet werden. Er beschwor auch goldfischähnliche Monster mit sensenähnlichen Anhängseln, um Hotaru zu bedrohen. Gyoko kann auch riesige Krakententakeln aus seinen Vasen beschwören, um seine Feinde zurückzuhalten oder die Umgebung zu zerstören. Schließlich kann Gyoko auch Wasser aus einem Porzellanvasen manipulieren und erzeugen, mit dem er seine Ziele erstickt, indem er sie in einer verfestigten Version der Flüssigkeit einschließt. Am Ende wurde er von Muichiro gehopst. Und damit wären wir auch schon bei Upper Rank 4, Hantengu, der ebenfalls in Season 3 auftauchen wird. Hantengus Blutdämonenkunst ermöglicht es ihm, seine Emotionen als mächtige jüngere Klone seiner selbst mit ihren eigenen einzigartigen Erscheinungen, Persönlichkeiten und Fähigkeiten zu manifestieren. Diese Klone sind Personifikationen einer bestimmten Emotion, die Hantengu zuvor gefühlt hat, und zeigen hauptsächlich diese Emotion. Jeder ist durch ein Kanji-Tattoo auf seiner Zunge gekennzeichnet, das seine Kernemotion widerspiegelt. Hantengu kann diese Klone kontrollieren, wie er es für richtig hält, obwohl er sie normalerweise nach ihrem eigenen Willen handeln lässt. Allerdings kontrollierte und befahl er Uramis Körper, einen Haufen Schwertschmiede zu töten, nachdem er enthauptet worden war. Ich zeige euch mal kurz seine Klone. Einmal Hantengu selbst, wie ihr schon sehen konntet, er selbst steht für die Feigheit. Dann hätten wir Sekido, er steht für Ärger und Wut. Der nächste ist Karaku, er steht für die Entspannung. Weiter mit Aizetsu, er steht für den Kummer. Dann wäre da Urogi, der für die Freude steht. Soakuten ist der nächste und steht für Hantengus Hass. Der letzte ist Urami und steht für seinen Groll. Außerdem werden seine Klone niemals sterben, solange der Hauptkörper noch am Leben ist, was es fast unmöglich macht, Hantengu alleine zu bekämpfen oder zu besiegen. Später wird bekannt, dass Hantengu diese Fähigkeit entwickelt hat, weil er sein ganzes Leben lang ständig in die Enge getrieben wurde, wodurch die intensiven Emotionen, die er empfand, durch sein Blut verkörpert wurde. Mitsuri wird später gegen ihn fighten, aber Tanjiro, Nesco und Genya werden eine wahrscheinlich viel wichtige Rolle im Kampf spielen. Das werdet ihr aber später in Season 3 alles sehen können. Weiter geht's mit Nakime. Nach Hantengus Tod ersetzt sie ihn als die Nummer 4. Sie war eigentlich immer nur dafür da, um auf Musans Befehl die Dämonenmonde zu beschwören. Nakimes Blutdämonenkunst nimmt die Form eines extradimensionalen Raums an, der eine Festung von unendlichem Ausmaß beherbergt. Als Besitzerin dieser unendlichen Festung besitzt Nakime auch die Herrschaft über den Raum und kann ihn nach Belieben manipulieren und verändern, indem sie einfach ihre Biber klimpert. In ihrer Festung gibt es unzählige Räume mit scheinbar unendlicher Vielfalt. Wie zum Beispiel ein offener Raum voller riesiger Säulen, in dem der Kampf von Kokushibu stattfand. Ein kleiner Garten, in dem der Kampf von Doma stattfand. Ein Korridor, der zu mehreren anderen Räumen führte, in dem der Kampf von Akaza stattfand. Und so weiter und so fort. Nakime sitzt im Zentrum des Schlosses der Unendlichkeit, wobei der gesamte Raum um sie herum verzerrt ist. Nakime hat auch die Fähigkeit gezeigt, ihre Blutdämonenkunst für offensive Zwecke einzusetzen. Sie erreicht dies, indem sie Räume zu gigantischen Säulen formt und sie in ihre Feinde rammt, um sie zu zermalmen. Indem sie ihre Haare an eine nahegelegene Wand im Inneren des Schlosses band und verwurzelte, konnte sie die Positionierung des Schlosses nach Belieben steuern. Verschieben und Ändern der Position verschiedener Räume und Wände ist ihr auch möglich, als wären es ihre eigenen Gliedmaßen. Dies macht sie jedoch vermutlich unbeweglich, weil sie sich selber halt nie bewegt und in der Mitte rumsitzt. Nakime kann auch an jedem Ort Portale spawnen, um Menschen in Form von Tatami-Schiebetüren außerhalb ihrer Festung oder an jeden beliebigen Ort innerhalb der Festung zu transportieren. Sie kann ihre Portale auch für offensive und defensive Zwecke nutzen, was sich zeigt, als sie ein Portal erstellt hat, um Mitsuris Angriff zu negieren. Eine ihrer Hauptaufgaben war es, als Transportmittel für die anderen höheren Ränge zu fungieren, wenn sie auf Mission geschickt werden. Und natürlich, um Musan vermutlich dabei zu helfen, sich unentdeckt durch das Land zu bewegen. Nakime ist physisch nicht die stärkste, aber eine der am schwersten zu bekämpfenden Gegner. Mitsuri und Obanai versuchen ihr Glück, aber hier ist Yoshiro definitiv der Playmaker, als er ihre Sicht und Fähigkeiten übernimmt und damit Musan raus in die Freiheit schmeißt, damit er vom Sonnenlicht getroffen werden kann. Solange Nakime Musan unterstützt, ist er eigentlich nicht zu töten, da sie ihn immer wieder verstecken kann im unendlichen Schloss. Jetzt sind wir auch endlich in die Top 3 angelangt. Die Nummer 3 ist schon wie allen bekannt, Akaza.
Akazas Blutdämonenkunst nimmt die Form eines Kampfkunststils an, der stoßwellenähnliche Angriffe und seinen Soryu-Stil kombiniert, welchen er beherrschte, als er ein Mensch war. Die Schockwellen, die Akaza manipuliert, haben eine blaue Farbe und können viele Formen annehmen, wie zum Beispiel nahezu unsichtbarer Luftdruck, fließende Ströme oder kanonförmige Stacheln. Er ist in der Lage, sie nach Belieben aus jeder Entfernung und scheinbar von jedem Teil seines Körpers zu erzeugen. Im Kampf lässt Akaza seine eigenen Schläge und Tritte von seinen Schockwellen begleiten, um seine zerstörerischen Fähigkeiten zu verstärken, wodurch seine Angriffe in ein blaues Licht getaucht werden. Akaza hat einen unfassbaren Willen, sodass, obwohl sein Kopf abgeschlagen wurde, er einfach einen neuen erzeugt. Er wurde einfach nur dadurch besiegt, weil er seinen Willen zum Kämpfen verloren hat. Ansonsten wären Tanjiro und Gio von ihm zerstört worden. Akaza hat noch nie eine Frau gefressen, denn das würde seine Entwicklung als Dämon behindern, sagt zumindest Doma, der Upper Rank 2 und Frauenverschlinger Nummer 1. Hauptsache der Typ sagt das, der am liebsten Frauen frisst, aber das ist wohl eher nur auf seine mentale Entwicklung bezogen, denn wenn Akaza eine Frau verschlingen würde, würde das wahrscheinlich seinem Ehrenkodex widersprechen. Akaza hat unfassbar viel körperliche Kraft und konnte sogar Doma den Kopf einschlagen und den Kiefer brechen. Aber Doma juckt das jetzt nicht sonderlich. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Genau wegen diesem Punkt denken auch einige, dass Akaza stärker ist als Doma, aber ich muss euch enttäuschen, Freunde. Deshalb kommen wir auch direkt zu Doma, der Nummer 2 und damit der drittstärkste Dämon. Vor über 100 Jahren war er noch die Nummer 6 und verwandelte damals Daki und Gyutaro in Dämonen und stellte sie dann den Dämonenmunden vor. Doma leitete eine Sekte voll von Menschen, die ihn anbeteten. Dabei hört er angeblich ihre Sorgen und so weiter, aber in Wahrheit frisst er einfach die Menschen. Auch Inosukes Mutter war in dieser Sekte und fand dann später heraus, dass Doma Menschen frisst. Sie lief dann weg und wurde von Doma gejagt. Und dabei hat sie sich entschlossen, Inosuke zu retten, indem sie ihn in den Fluss warf, wobei sie danach von Doma gefressen wurde. Doma ist so gut wie immer freundlich und ist der Meinung, Menschen von ihrem Leid zu erlösen, indem er sie frisst. Er liebt es, junge, hübsche Frauen zu fressen. Außerdem zeigt er stark psychopathische Tendenzen. Man kann also wirklich sagen, dass Doma ein Psycho ist. Er ist klinisch apathisch und völlig unfähig, menschliche Emotionen zu empfinden. Laut Doma hätte Akaza absolut keine Chance, ihn im Kampf zu besiegen. Darüber hinaus war Doma in der Lage, Akaza in kürzerer Zeit zu übertreffen, was das immense Machtgefälle zwischen den beiden Dämonen zeigt. Als weitere Glaubwürdigkeit von Domas immenser Macht kämpft er selten ernsthaft und nimmt stattdessen selbst in Situationen auf Leben und Tod gegen die mächtigsten Demon Slayer eine lässige und sorglose Haltung ein, die immer nur dann ernst wird, wenn sein Leben in ernsthafter Gefahr ist, wie zum Beispiel als die tödlichen Auswirkungen von Shinobus Gift offensichtlich wurden. Doma hat Shinobu im Kampf geblitzt, obwohl sie einer der schnellsten ist. Ihn juckt wirklich kaum etwas und damit sollte er eigentlich extrem anfällig für Fehler sein und Schwächen offenlegen. Aber nichts da. Der Typ rasiert durchgehend und wurde nur durch das Opfer von Shinobu so extrem geschwächt, dass Inosuke und Kanao ihn töten konnten, die by the way zu diesem Zeitpunkt auch selbst schon auf Hashira-Level sind. Kommen wir endlich mal zu seiner Blutdämonenkunst, weil ich langsam schon merke, dass das Video zu lang wird. Domas Blutdämonenkunst verleiht ihm eine extrem mächtige Kryokinese. Er kann also Eis und Frost aus seinem Fleisch und Blut erzeugen und es überall in seiner Nähe hervorbringen, sowie es nach Belieben manipulieren, was es ihm erlaubt, unglaublich starke Eistechniken zu entfesseln. Darüber hinaus ist das aus seiner Blutdämonenkunst geschaffene Eis extrem tödlich für diejenigen, die es einatmen, wodurch nämlich die Zellen der Lunge des Opfers absterben und es ihm unmöglich macht, zu atmen. Es wurde auch festgestellt, dass sein Eis und sein Frost extrem kalt sind, wie gezeigt wurde, als die Luft von Domas Frost kalt genug war, um Shinobus Lungen das Gefühl zu geben, als würden sie gleich platzen und Kanaos Körper und Umgebung fest einfrieren, nur indem sie damit in Kontakt kommen. Doma beherrscht seine Blutdämonenkunst unglaublich gut und kann aus dem von ihm erzeugten Eis Konstrukte wie Frostlotusse, Stalagmiten, Wolken aus eisiger Luft und sogar Miniatureisklone von sich selbst erschaffen, die in der Lage sind, dieselben Techniken wie er zu entfesseln. Er hat auch die Fähigkeit gezeigt, das Eis, das er erzeugt, als zusätzliches Anhängsel zu verwenden, wie zu sehen ist, als er Eisreben geschaffen hat, um sich an der Decke zu halten, während er Shinobu umarmt. Im Kampf integriert Doma normalerweise seine kryokinetischen Fähigkeiten in sein Tessenjutsu und verstärkt somit seine Fächerangriffe mit Eis und Frost. Doma verwendet seine Blutdämonenkunst aber am liebsten, um Frostlotusse und kristallähnliche Scherben aus Eis herzustellen. Sorry für alle, die Hoffnung hatten, dass Akaza über ihm steht, aber Doma ist einfach wirklich zu stark.
Damit kommen wir wohl zum interessantesten Charakter der Dämonenmonde, nämlich die Nummer 1 Kokoshibo. Vor ungefähr 500 Jahren in der Sengoku-Ära war Kokoshibo ein Mensch, der den Namen Michikatsu Tsugikuni trug. Er war mal ein Demon Slayer und der ältere Zwillingsbruder von Yoriichi Tsugikuni, dem stärksten Demon Slayer aller Zeiten. Es zeigt sich, dass Kokoshibo als Mensch einen immensen Neid auf seinen jüngeren Zwillingsbruder Yoriichi wegen seines natürlichen Talents und seiner unglaublichen Fähigkeit hegte. Kokoshibo erweckte sein Demon Slayer Zeichen, als er mit Yoriichi trainierte. Seine spezifischen Fähigkeiten sind unbekannt, aber was bekannt ist, ist, dass es die Fähigkeiten drastisch verbessert und den Anwender viel stärker und schneller macht, als sie normalerweise sind, allerdings auf Kosten des Fluchs im Alter von 25 Jahren zu sterben. Als Dämon ist Kokoshibo nicht mehr an den Fluch gebunden, da Dämonen unsterblich sind. Der einzige, der nie von diesem Fluch betroffen war, war Yoriichi, auch deshalb der Neid von Kokoshibo. Ähnlich wie Yoriichi hat Kokoshibo nicht nur den Zugang zur transparenten Welt erhalten, sondern auch die Fähigkeit erhalten, sie ständig zu benutzen. Dadurch kann er die Muskeln, den Blutfluss und die Gelenkbewegungen seiner Gegner sehen. Mit dieser Fähigkeit kann er die Bewegungen und Angriffe seiner Gegner genau vorhersagen und antizipieren. Er konnte auch erkennen, dass Muichiro sein Nachkomme war. Sofort die Fähigkeiten von Muichiro, Sanemi und Gyomei mit einem Blick erkennen und sehen, dass Genya Dämonen verzehrte, um an Stärke zu gewinnen. Diese Fähigkeit ist also extrem vorteilhaft und erinnert stark an das Byakugan aus Naruto. Seinen Kampfstil ergänzend erlaubt die Mondatmung ihm mit seiner Blutdämonenkunst Dutzende von scharfen Klingen in Form traditioneller Halbmonde aus seinem Fleischkatana herzustellen und zu manipulieren. Sie werden aus seinem Blut hergestellt und können entweder hellgelb oder hellblau sein. Diese sichelförmigen Mondklingen sind extrem chaotisch und ändern sich ständig in Größe, Länge und Geschwindigkeit, was Kokoshibos Angriffe extrem unvorhersehbar und unlesbar macht, da sie kein festgelegtes Muster haben. Diese Blutdämonenkunst verstärkt die Kraft seiner Techniken erheblich und macht jeden einzelnen seiner Schwerthiebe extrem tödlich und gefährlich. Er scheint auch in der Lage zu sein, seine Blutdämonenkunst einzusetzen, solange sein Katana gezogen ist, was ihm erlaubt, Mondsichelklingen zu erschaffen, sogar ohne sein Schwert zu schwingen oder eine Technik zu entfesseln. Diese flüchtige Natur seiner Blutdämonenkunst macht es für Demon Slayer äußerst schwierig, sie zu umgehen. Sanemi erklärte, dass er ohne seine jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet der Dämonenjagd nicht in der Lage gewesen wäre, sich gegen Kokoshibos Angriffe zu verteidigen. Kokoshibos Blutdämonenkunst scheint eine sekundäre Fähigkeit zu haben, die es ihm ermöglicht, die Form und Reichweite seiner Schwerthiebe zu manipulieren, wenn er seine Mondatmung entfesselt. Kokoshibo scheint in der Lage zu sein, diese Hiebe bis zu einem gewissen Grad zu kontrollieren und ihre Reichweite und Form zu erhöhen, um sein Ziel unter normalen Umständen auf unmögliche Weise anzugreifen. Als er sein Katana in sein zweigartiges Aussehen verzerrte, nahmen seine Schnitte eine hellviolette bis blauähnliche Farbe an. Kokoshibo zeigte die Fähigkeit, die Reichweite seines Schwerthiebs mit seiner Technik exponentiell zu erhöhen und seine Hiebe mit einer anderen Technik in eine kreisförmige, Bohrer-ähnliche Form zu formen. Im Kampf gegen Kokoshibo traten Gyomei, Sanemi, Muichiro und Genya an, wobei Muichiro und Genya ihr Leben ließen, damit die anderen beiden ihn finishen konnten. Sie schafften es auch, ihn zu köpfen, nur um dann zu erleben, dass er eine weitere Form hat, die um einiges mächtiger ist. Aber man muss auch sagen, um einiges abscheulicher, ein wahres Monstrum. Es beginnt die zweite Runde, doch dann sieht er in der Reflexion von Sanemis Schwert, wie abscheulich er geworden ist, und seine Erinnerungen fangen wieder an, Emotionen in ihm auszulösen. Er erinnert sich an die Worte seines Bruders, der immer der zweitstärkste Samurai im Land werden wollte, weil Kokoshibo halt damals der stärkste werden wollte. Dann fängt er an, sich unfassbar dafür zu schämen, diesen Traum mit Füßen getreten zu haben und sich so weit vom Pfad des Samurai entfernt zu haben, ja, sich sogar in einen Dämonen verwandelt zu haben, nur um seinen Bruder Yoriichi übertreffen zu wollen. Das, was er, by the way, nie schaffte. Später trafen Yoriichi und Kokoshibo sogar aufeinander und so sah Yoriichi seinen großen, geliebten Bruder als Dämon und fing an zu weinen, da er extremes Mitleid für seinen Bruder empfand. Kokoshibo wollte aber trotzdem einfach nur Yoriichi tot sehen. Dann griff Yoriichi seinen Bruder an, der realisierte, dass wenn dieser das nächste Mal angreifen sollte, er tot sein wird. Yoriichi scheint einfach nur OP des Todes zu sein. Er zückt sein Schwert, doch verharrt dann in dieser Position, weil er an Altersschwäche gestorben ist. Yoriichi vermochte es also, einen ganz normalen Tod zu sterben. Wir können also festhalten, dass die Top 3 wirklich Ausnahmekrieger bzw. Ausnahmedämonen sind. Akaza konnte nicht besiegt werden und ergab sich seinen eigenen Emotionen. Erst dadurch war es möglich, ihn zu töten. Doma war ebenfalls zu stark und musste mit den stärksten Giften geschwächt werden, um überhaupt die Chance zu haben, ihn zu töten.
Kokushibo, ebenfalls wie Akaza, nur durch seine eigenen Emotionen besiegt. Und der nächste, also Muzan, musste ebenfalls geschwächt werden, die Doma, um besiegt zu werden. Aber das ist eine andere Story, die wir uns im nächsten Video ansehen werden. Wie ihr also sehen konntet, sind die Top 3 der Upper Moons zu stark, selbst für die stärksten Hashira gewesen. Eigentlich ein unmöglicher Kampf, aber zum Glück gibt es sowas wie Emotionen und Gifte. Jetzt, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn ihr Bock habt auf das Powerlevel der 10 stärksten Demon Slayer Charaktere, unter anderem ist dann dabei dieser Boy hier in seiner finalen Form oder der hier, yep, der rechts ist Muzan in seiner finalen Form, dann like dieses Video und wie gesagt, bei 5000 Likes setze ich mich wieder hin und versuche mit einer Überdosis an Energy Drinks das Video dann fertigzustellen. Danke fürs Zuschauen, ich bin raus, ich melde mich. Itachi Kurama, bald auch Hokage, echt jetzt, Million, das ist der Name, weil Itachi, die Mentalität wie Naruto, bereit bis ans Ende zu gehen und steh auf Tsunade auf, meisterte alle 6 Pfade, Geister gegangen, Sensei ist tragisch, Schmerzen, wir fliegen davon mit den Raben, ah.